und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge haben wir ja über eine Druidin gesprochen und da sollen wir nun hin, ab zur Druidenhütte. Die liegt irgendwo hinter mir. Ich glaube, die Spitze kann man schon sehen. Das ist übrigens wahnsinnig schön hier vom Garten her. Auch da sind sogar ein Häschen drin. Sowas würde ich auch gerne aufstellen. Falls ihr wisst, wie das hier heißt, falls man es selber kaufen kann, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe es bisher tatsächlich noch nicht gefunden, dass man es irgendwie craften kann oder so. Aber ich fände es unheimlich klasse. Seid gegrüßt, Reisende. Gibt es etwas, was ich für euch tun kann? Braucht ihr einen Umschlag oder einen Kräutertee? Das ist übrigens eine meiner Lieblingscharaktere im Spiel. Ich suche nach Gilden Magistra Valissea und Gildengeneral Quentin. Ah ja, die neugierige Magierin und der ernste Krieger. Sie kamen hier vorbei. Als ich erwähnte, dass abtrünnige Ritter die Gegend gefährlich machen, wollten sie dem nachgehen. Ich habe ihnen erzählt, wo ich die Ritter zuletzt sah und sie zogen sofort los. Wohin habt ihr sie geschickt? Zu einer Lichtung im Südwesten. Ich markiere den Ort auf eurer Karte. Als ich das letzte Mal Kräuter suchen war, sah ich dort einen Haufen Ritter, die sich versammelt hatten. Sie zwangen mich, mich ganz ohne Kräuter wieder zurückzuziehen. Ich habe Valissea und Quentin gewarnt, dass es gefährlich sein könnte. Sind Druiden auf Hochinsel häufig? Oh, man findet Druiden überall im Systren-Archipel. Es sind aber nicht allzu viele auf dem Festland. Vor langer Zeit ließen wir Druiden Tamriel und seine Sorgen hinter uns. Doch hier haben unsere uralten Bräuche überlebt. Warum haben die Druiden das Festland verlassen? Unsere Vorgänger unter den Bretonen glaubten, die Zivilisation sollte an der Seite der Natur leben, anstatt sie zu zähmen. In den frühen Jahren der Direnni-Hegemonie rangen sie um die Seele von Hochfels. Was ist geschehen? Sie haben verloren. Ins Exil getrieben, suchten die Druiden einen Ort, an dem sie entsprechend ihres Glaubens leben konnten. Ihre Wanderung führte sie auf die Systren. Die Anhänger des Wirt blieben zurück. Sie wandeln auf einem anderen Pfad als die Druiden. Was genau ist eine Druidin? Wir folgen den alten Wegen. Manche nennen uns Priester von Ifre. Doch das ist nur ein Teil unserer Wahrheit. Wir sind Kinder des Landes, wie die Wirt. Führer und Lehrer für jene, die in Harmonie mit der Natur leben. Die Leute sind nicht dazu bestimmt, sich vor Kronen aus Metall zu verneigen. Das ist absolut richtig. Seid ihr eine Art Würdin? Nein, meine Freundin. Wir kennen die Wirt und respektieren ihren Glauben. Druiden und Würdinnen sind zwei Äste, die aus demselben Baum wachsen. Doch wir sind dazu aufgerufen, in dieser Welt zu sein und nicht dazu, uns aus ihr zurückzuziehen. Manche Zirkel sehen das natürlich anders. Zirkel? Was für Zirkel? Zirkel sind Gemeinschaften gleichgesinnter Druiden. Jeder interpretiert Ifres Willen anders. Doch Druiden desselben Zirkels haben gemeinsame Traditionen und Ziele. Ich gehöre zum Steinlehre-Zirkel. Wir versuchen, anderen mit unserem Wirken ein Vorbild zu sein. Gibt es noch andere Zirkel auf dem Systren-Archipel? Wenn man weit genug auf dem Archipel reist, trifft man die Druiden des Ahngezeiten-Zirkels und des Feuersang-Zirkels. Aber der Feuersang verlässt nur selten seine Insel. Und ihr solltet euch vor den Ahngezeiten hüten. Sie mögen keine Leute aus Städten oder vom Festland. Wer sind die Anhänger des Würd? Die Würd sind bretonische Hexen. Sie folgen den Lehren und Praktiken, auf die auch die der Druiden zurückgehen. Während wir das Festland verließen, blieben sie zurück, um die Wälder von Hochfels zu schützen. Sonst noch Unterschiede? Wir haben mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Der größte, der auch euch auffallen würde, ist der, dass die Würd ausschließlich weiblich sind, während die Druiden alle Geschlechter in ihren Reihen akzeptieren. Und im Gegensatz zu den Wirtschwestern bilden wir Zirkel aufgrund gemeinsamer Glaubenssätze. Jeder mit den Männern. Nein, Quatsch.
Okay, ob dem so ist, keine Ahnung. So genau bin ich ganz ehrlich, habe ich da noch nie drauf geachtet. Das kann tatsächlich sein. Aber so richtig mitbekommen habe ich es noch nicht. Also die Wirtsschwestern, glaube ich, nennt man die ja. Das hätte schon mal eine Andeutung sein können, vielleicht. Wo ist denn hier, ne? Nee, höher. Ja, ist das nicht hier? Ihr dort, ich bräuchte Hier. etwas Hilfe. Ah, meine Freundin, wie froh ich bin, euch wiederzusehen. Diese Insel ist weitaus gefährlicher, als ich gedacht hätte. Insbesondere nach dem, was gerade geschehen ist. Valessia, erzählt mir, was geschehen ist. Gildengeneral Quentin hat mich begleitet, um die Druidin Rüvana aufzusuchen. Als sie uns von den abtrünnigen Rittern in der Gegend erzählte, wollte Quentin dem nachgehen. Es war der Orden der Emporstrebenden. Quentin wurde überwältigt und mich schlug man bewusstlos. Sie nahm Quentin gefangen. Oh nein, der hübsche Kerl. Wurde Generator. Entschuldigung. Oh, ich bin noch zu müde. Wurde Gildengeneral Quentin verletzt? Ich glaube nicht. Der Orden der Emporstrebenden hat auf jeden Fall versucht, uns lebend gefangen zu nehmen. Das ist der einzige Grund, warum ich eine Gelegenheit hatte, einen Schleierspruch zu wirken und so der Gefangennahme zu entgehen. Seid ihr hierher gekommen, um uns zu finden? Fürstin Arabelle schickt mich, um euch zu warnen, dass der Orden der Emporstrebenden es auf die Delegierten der Konferenz abgesehen hat. Und Rüvana hat euch gesagt, wo ihr uns findet. Gut. Jetzt müssen wir Quentin retten. Ich kenne vielleicht einen Weg, um herauszufinden, wohin der Orden der Emporstrebenden ihn gebracht hat. Doch wir sollten uns erst in Sicherheit bringen. Trefft mich in der Hütte der Druidin Rüvana. Meint ihr, dass der Orden der Emporstrebenden euch hierher gefolgt ist? Nein, wir stießen auf ihn, als er gerade mit einem Angriff auf eine Karawane fertig war. Doch ich gehe davon aus, dass man uns erkannte oder beschloss, dass es unsere Stellung rechtfertigte, uns gefangen zu nehmen, anstatt uns umzubringen. Doch ihr seid mit einer Warnung gekommen, oder? Was habt ihr herausgefunden? Der Orden der Emporstrebenden hat den Leuchtturm sabotiert. Wir glauben, dass er auch Fürstin Arabelles Schiffe verunglücken lassen. Dass er auch... Hat verunglücken lassen, so. Die Schiffe hat verunglücken lassen? Wie im Reich des Vergessens konnte er so etwas koordinieren? Der Orden der Emporstrebenden weiß offensichtlich von den Plänen für Fürst Baccaros Konferenz. Er ist mit einer ganzen Streitmacht hier und sorgt für mehr Ärger, als wir erwartet hatten. Wisst ihr, warum man euch gefangen nehmen statt töten wollte? Wenn sie uns als Delegierte erkannt haben, gibt es allerlei Möglichkeiten, wie sie damit die Konferenz hätten beeinflussen können. Wenn sie uns nur für reiche Adlige gehalten haben, ging es vielleicht auch um Erpressung. Doch wer kann schon sagen, was diese helmbewehrten Bastarde denken? Wie ist es euch seit unserem letzten Treffen ergangen? Ich bin an Fürstin Arabelles Seite geblieben, seitdem wir die Einladungsmedaillons den Delegierten übergeben hatten. Ich hatte gehofft, dabei zu helfen, dass deren Anreise nach Hochinsel reibungslos verläuft. Offenbar kann man dem Orden der Emporstrebenden nicht so leicht aus dem Weg gehen. Was habt ihr und Gildengeneral Quentin hier draußen gemacht? Ich kam, um mit Rüvana über Arcana und ähnliche Themen zu sprechen, und Quentin entschied sich mitzukommen. Als Rüvana uns von den abtrünnigen Rittern erzählte, fürchtete ich schon, dass es der Orden der Emporstrebenden sein könnte. Quentin wollte dem nachgehen. Es stellte sich heraus, dass ich recht hatte. Und dass Quentin dem lieber nicht nachgegangen wäre. Hallo? Wenn du das kannst, wieso nimmst du mich nicht einfach mit? Kehr zur Druidin zurück. Okay. Oh, jetzt reite ich doch hier durch. Ich wollte gar nicht hier durchreiten. Entschuldigung. Ignoriert mich einfach. Ich war nicht da. Ich war eine Fata Morgana. So. Halt. Stopp. Ahnenseide. Ist die Frage. Doch, ich kann noch reiten, okay? Das heißt, sie kommen mir nicht hinterher. Ich verstehe, Valessia. Tut, was ihr müsst, um euren Freund zu finden.
Alessia, ich fand das nicht nett von dir, dass du einfach abgehauen bist. Guck mich nicht so hohnässig an. Ich schulde euch Dank, weil ihr mir zu Hilfe gekommen seid. Offenbar hat Fürstin Arabelle erneut eine gute Wahl getroffen. Nun wollen wir einmal sehen, ob wir Gildengeneral Quentin finden und damit auch die abtrünnigen Ritter, die ihn entführt haben. Wie könnt ihr Gildengeneral Quentin aufspüren? Erinnert ihr euch an die Einladungsmedaillons, die ich verzaubert habe? Jeder Delegierte trägt eines und ich kann meine eigene Magie verfolgen, um Quentin zu finden. Wollen wir einmal sehen. Sie sind nach Nordosten gegangen, auf die andere Seite des Lochs. Ich sehe eine verlassene Kapelle, Krypten. Keine Frage, Quentin ist dort. Wenn alle Delegierten ein Medaillon haben, könnt ihr dann damit die vermissten Schiffe finden? Gleich nachdem uns klar geworden war, dass sich die Schiffe verspäten, bat Fürstin Arabelle mich, es zu versuchen. Ich konnte keine Verbindung zu den Medaillons herstellen. Vielleicht waren sie zu weit entfernt oder eine andere Art von Magie hat sich auf meine Hellsicht ausgewirkt. Doch ich konnte jedenfalls nichts wahrnehmen. Sollen wir direkt zu den verlassenen Krypten aufbrechen, die ihr gesehen habt? Nein, wir müssen zu Fürstin Arabelle zurückkehren und ihr diese Informationen mitteilen. Danach können wir eine Rettungsaktion für Gildengeneral Quentin in Angriff nehmen. Ich werde euch bei Fürstin Arabelles kleinem Pavillon treffen. Sie nennt ihn ihre Amtsstube im Feld, glaube ich. Ich treffe euch dort. Wenn ich weiß, wo die ist. Die ist auf jeden Fall rechts von mir. Ja. Ja. So. Ich liebe es immer wieder, wenn ich irgendwo rumreite, nach was anderem gucke und dann irgendwo runterfalle. Ach, ist das nicht schön. Ach so, den Platz meint die. Ja, da waren wir ja schon mal. Da haben wir ja vorhin mit ihr gesprochen. Das klingt wie die Abhain-Kapelle. Aber nur ein Medaillon ist dort. Valessia klärte mich über die Lage auf. Ich glaube, ich kenne den Ort, von dem sie meint, sie würden Quentin dort festhalten. Es müssen die Krypten unter der Abhain-Kapelle am Nordufer des Lochs sein. Werdet ihr mich auf dieser Rettungsmission begleiten, meine Teure? Ich werde euch helfen, Gildengeneral Quentin zu retten. Hervorragend. Das wird wie damals, als ich General Gautier während der Grenzüberfälle von 566 aus der Rake-Festung gerettet habe. Na, das war ein Abenteuer. Auf jeden Fall ist es zu schade, dass Valessia nicht den Fundort der anderen vermissten Delegierten ausmachen kann. Dürfte ich euch zu den Delegierten befragen, die an Bord der vermissten Schiffe waren? Ich denke, ihr habt die Wahrheit verdient. Und mein absolutes Vertrauen verdient ihr erst recht. An Bord der drei Schiffe waren Großkönig Emmerich, Königin Eiren und Prinz Irnskar, der Sohn von Jorun, dem Skaldenkönig. Ich muss einräumen, dass mir die Anführer ganz Tamriels abhanden gekommen sind. Das klingt irgendwie cool. Ich weiß, der Ernst der Lage. Die Allianzführer haben entschieden, dass sie selbst bei den Friedensgesprächen anwesend sein wollen? Ich habe sie vor der Gefahr gewarnt. Aber wir haben aufwendige Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Offenbar haben diese nicht ausgereicht. Finden wir Quentin beim Orden der Emporstrebenden, finden wir vielleicht auch unsere verschwundenen Königlichen. Treffen wir uns an der Kapelle nördlich des Lochs. Mal sehen, was uns erwartet. Also mal ganz ehrlich, nach der ganzen Story in Kalthafen, die wir ja schon durchlebt haben, wo auch die drei Anführer dabei waren, und sogar Molag Bal selbst, naja, nee, er selbst ist nicht dahin gekommen, sondern es war irgendwie so ein Vertreter, der für ihn gesprochen hatte, meine ich. Aber im Endeffekt, Molag Bal wusste davon und so. Warum dachten die, dass es jetzt besser laufen würde, dass diesmal keiner was davon erfährt? Ich verstehe es nicht. Ich treffe euch dort. Wir treffen uns an der Abhain-Kapelle auf der Nordseite des Lochs. Ich habe bereits einen Agenten vorgeschickt, um das Gebiet zu erkunden. Seid bereit, euch zu verteidigen. Der Orden der Emporstrebenden wird Gildengeneral Quentin nicht kampflos herausgeben. Nee, echt? Ich dachte, ich klopfe da jetzt freundlich an und sag hier, wir brauchen den noch, rückt den mal raus und die sagen dann, ja, tut mir leid, war unser Fehler, gern geschehen. Was, wenn das eine Falle ist?
Wie auch immer die Lage ist, ich werde Quentin nicht seinem Schicksal überlassen. Oh, das ist gut. Lasst mich das aufschreiben. Mhm. Außerdem müssen wir es riskieren. Wegen beidem. Um Quentin zu retten und um zu versuchen, etwas über die verschwundenen Allianzanführer herauszufinden. Also ganz ehrlich, da ich ja selber Autorin bin, es ist wirklich so. Sobald man irgendwas schreibt, wo man denkt, oh, das hört sich aber gut an oder das ist etwas, was ich wirklich gut ausgedrückt habe oder diesen Spruch, den muss ich behalten, man schreibt es sich automatisch auf. Ihr meint, die Allianzanführer könnten auch dort sein? Wir wissen, dass ihre Medaillons nicht dort sind. Doch die könnten auf See verloren gegangen sein. Und ungeachtet dessen, wenn der Orden der Emporstrebenden die Kapelle als Versteck nutzt, könnten wir etwas über seine Pläne in Erfahrung bringen. Oder vielleicht einen Hinweis darauf finden, wo wir nach den Allianzanführern suchen sollten. Erzählt mir mehr über König Emmerik, Königin Irin und Prinz Irnsgar. Kein Interesse an Politik, meine Teure. Das kann ich verstehen. Sie sind die Anführer der Allianzen, die um den Rubinthron ringen. Nun, Irin und Emmerik führen zwei der Allianzen. Irnsgar ist der Sohn von Jorun, dem Skaldenkönig, der die dritte anführt. Mm. Der Sohn, genau. Ich konnte ihn nicht ganz einordnen. Was für Allianzen? Gute Güte, meine Teure. Ihr müsst schon etwas auf das Tagesgeschehen achten. Königin Irin führt das Altmeri-Dominion. Großkönig Emmerik, das Dolchsturzbündnis und Prinz Irnsgar repräsentiert den Ebenherzpakt. Die Gegner im passend benannten Krieg der drei Banner. Und die hoffentlich letzte dämliche Frage von Teso: Worum kämpfen sie? Das ist kompliziert. Der Rubinthron ist unbesetzt und dem Kaiserreich Tamriel fehlt ein Kaiser. Keine der Allianzen erträgt den Gedanken, dass eine der anderen vielleicht den Thron für sich gewinnen könnte. Es ist ein Wunder, dass Bakaro und ich überhaupt ihre Einwilligung zu diesen Friedensverhandlungen erreichen konnten. Ja, betretet die Krypten der Kapelle. Die wären wo? Die sind hier hinten. Dann müssen wir dahin. Dann würde ich sagen, ich mache mich jetzt mal eben dahin auf, wenn sie denn mal aufs Pferd gehen würde. Und wir sehen uns gleich dort wieder. Ja! Sein. Da oben, das sieht gut aus. Ah, sind schon alle da? Ja, es ist offen. Habt ihr noch mehr Schlösser zu knacken? Was ist mit euch, Valisea? Ich glaube nicht, danke. Nicht jetzt, Yakan. Lasst uns herausfinden, was uns unten in den Krypten erwartet. Stimmt, was rede ich denn eigentlich hier die ganze Zeit? Yakan ist ja der Schönling, der von sich hier so beeindruckt ist. Ich habe absolut... Was guckt ihr mich so an? Ich habe absolut keine Ahnung, warum. Ich kann den genannten Standort von Quentins Medaillon nicht ausmachen. Er könnte hier überall sein. Ich spähe voraus. Behaltet die Tür im Auge, falls uns jemand folgt. Ich halte Wache. Seid vorsichtig. Ah, ihr sorgt euch. Nee, ganz sicher nicht. So, könnt ihr euch gerne durchlesen? Ich muss mal eben hier weiterlaufen. gut, da würde ich jetzt sagen, das lesen wir uns wirklich durch. Fangen im Manifest. Funke, wo bist du eigentlich? Ach, da bist du. Waren das jetzt alle hier? Funke ist übrigens sehr, sehr gut da drin, auf sich selber aufzupassen. Nur mal so nebenbei. Gemäß der Anweisung der emporstrebenden Magus hier eine Liste der Gefangenen, die derzeit in unserem Gewahrsam befinden. Kalin, Captain der Speerspitze. Die kennen wir doch noch. Zuso, Captain der Kamals Fluch. Saji, oh, Captain der Perfekter Sprung. Oha. Gildengeneral Quentin, Delegierter der Kriegergilde. Befehle. Danke, Funke. Befehle. Fragt die Kapitäne darüber, was ihren Passagieren zugestoßen ist, als sie kenterten. Sie wissen wahrscheinlich, wann Irin, Emmerik und Irnsgar von Bord gingen. Die Krypten
südlich der großen Begräbniskammer sollten als vorübergehendes Gefängnis geeignet sein. Haltet die Kapitäne am Leben, bis wir uns sicher sind, dass sie uns nicht mehr vom Nutzen sind. Richtet alle anderen Gefangenen hin, wenn sie uns nicht sagen können, wo die Delegierten sind. Sind sie nur Sicherheitsrisiken. Und nicht Saji. Meiner einer darf doch nicht der sterben. Der Orden der Emporstrebenden hat die Kapitäne unserer vermissten Schiffe? Aber wo sind die Allianzanführer? Eins nach dem anderen. Nein. Nach diesem Dokument. Hallo? Kann man gar nicht nehmen. Okay. Da. Darum. Habe ich sie jetzt unterbrochen? Das tut mir jetzt wirklich leid. Ich wollte eigentlich nur das Ding looten. Kalin, Saji, Suso. Leute. Den Göttlichen sei Dank, dass ihr wohlauf seid. Aber wo sind die Delegierten? Entschuldigt, wir haben die Schützlinge verloren. Saji ist nicht wohlauf. Ich will das Wiedersehen nicht verderben, aber wir kriegen Gesellschaft. Yakan, befreit die Kapitäne. Ihr haltet den Orden in Schach. Er kauft uns etwas Zeit. Yakan macht das schon. Und Funke und ich, wir machen den Rest. Oh, was bist du für ein Feigling? Bleib doch mal stehen oder komm näher. Dieses dumme Ding. Halt, ich hab es. Holt Valessia und bringt die Kapitäne in Sicherheit, Yakan. Wir suchen Quentin. Die Ritter haben Quentin erst vor kurzem weggebracht. Ich glaube, sie verhören ihn gerade. Dann müssen wir uns beeilen. Kommt. Na dann los. Ich finde es immer wieder klasse, so alte Bekannte wiederzusehen. Deswegen, also es ist nicht wichtig, muss man dazu sagen, aber deswegen ist es natürlich auch ganz cool, wenn man die Geschichte in der richtigen Reihenfolge spielt. Das versuche ich ja eigentlich hier zu machen. Das Einzige, was ich wohl schon festgestellt habe. Hören wir zu und finden wir heraus, was hier vor sich geht. Das Schnittermark leider fehlt. Uns steht ein neues Zeitalter des Friedens bevor, in dem freie Völker zusammenstehen, anstatt vor fernen Thronen zu knien. Dies ist nicht euer Krieg, General. Was sagt ihr? Der Krieg hat mir alles genommen. Ich stehe euch bei. Wie kann ich helfen? Der Orden versucht, Quentin anzuwerben? Wir müssen dem ein Ende machen. Oh ja. Achso. Ich sollte die Karte wieder anschalten. Moment, dann müssen wir hier... Mann, lauf doch dahin, wo ich hingehe. Warum beschmeißen die mich hier eigentlich ständig mit irgendwelchen hat ein Medaillon wie dieses bei Schlamm? Es dient als Einladung und als Schlüssel. Behaltet es. Wir brauchen euren Zugang vielleicht später. Jetzt müsst ihr erst diese neugierige Ermittlerin töten, die uns auf den Fersen ist. Fürstin Arabelle? Ja, aber sie ist... Nicht länger allein. Sie hat fähige Hilfe gefunden. Kümmert euch um sie. Mhm. Das wird lustig. Das kann ich mir gut vorstellen, Funke. Es ist nur gerade wie ein Irrgarten, auch wenn es immer nur gerade ausgeht im Endeffekt. Oh, wir dürfen schwimmen, sehr schön. Ich fühlte mich auch gerade schon etwas schmutzig. Müssen wir da... Ah, ne, hier. Quentin, warum? Das ist eure Chance, Quentin. Halte die Narren auf und lange deinen Treffer für das einfache Volk. Es tut mir leid, Fürstin Arabelle, aber das ist meine Wahl. Für den Orden! Tut, was getan werden muss. Wir dürfen nicht zulassen, dass der General uns aufhält. Hab ich doch schon. Ich hab ihn doch schon getötet. So, wo sind wir denn jetzt? Wo sind die anderen denn jetzt? Ich sehe hier gar nichts mehr. Ach, da hinten. Moment. Ich hätte nicht gedacht, dass Gildengeneral Quentin sich gegen uns wendet. Und seinen Tod habe ich sicher nicht gewollt. Es scheint, als wären Sympathien für den Orden der Emporstrebenden weiter verbreitet, als mir das bewusst war.
Wir müssen vorsichtig sein. Insbesondere damit, wem wir von nun an vertrauen. Meint ihr, dass einige der anderen sich gegen uns wenden könnten? Erwarte ich es? Nein. Doch das heißt nicht, dass wir weniger wachsam sein sollten. Dieses Unterfangen war allerdings kein vollkommener Fehlschlag. Wir haben die Kapitäne unserer vermissten Schiffe gerettet. Wir müssen herausfinden, was auf See geschehen und was den Allianzanführern zugestoßen ist. Wohin haben Jarkan und Valisea die Kapitäne gebracht? Zum Alraunen-Herrenhaus, meinem Heim in Gondfalon. Ich markiere es auf eurer Karte. Jarkan, Valisea und ich haben mein Stadthaus als Ausgangsbasis genutzt. Ich bin zuversichtlich, dass es ebenso sicher ist wie jeder andere Ort, den wir auswählen könnten. Warum heißt es Alraunen-Herrenhaus? Oh, der Name stammt aus einem Buch, das ich besonders mag. Ich kaufte das Herrenhaus als mein Altersdomizil. Und dort bewahre ich auch ein paar Andenken an meine Laufbahn auf. Trefft mich dort, meine Teure, und wir werden sehen, was unsere geretteten Kapitäne zu all dem zu sagen haben. Ich werde euch in Gondfalon treffen. Ja, aber ihr wisst jetzt, was jetzt kommt. Nämlich, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut an dieser Stelle und werden uns dann erst in der nächsten Folge nach Gondfalon bewegen und ja, unseren guten alten Bekannten mal zuhören, was denen zugestoßen ist und was sie zu erzählen haben. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.